Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Create Life 2. Und heute wollen wir wieder wunderbare Dinge tun. Wir haben ja gestern unser Item-Entladesystem gemacht. Ich habe mich gerade ein bisschen selbst verwirrt, weil ich nicht genau verstanden habe, wie der Zug funktioniert. Aber mittlerweile habe ich das und dementsprechend können wir jetzt den Zug hoffentlich cool be- und entladen. Entladen funktioniert ja schon. Wir lassen das auch genauso stehen, wie es hier ist. Genau das tun wir nicht, aber wir lassen ihn theoretisch hier stehen. Und für die Beladestation bauen wir einen Container-Lieferservice oder sowas in der Art. Das heißt, unsere Fabrik kommt später irgendwo hier hin. Ich denke mal, vielleicht ist sogar hier so ziemlich genau die Außenmauer, wo wir einen Port haben. Und dann haben wir praktisch, ich sage immer LKW, aber es wird kein LKW. Es wird eigentlich so eine autonome Plattform, auf die ein Container gestellt wird. Die fährt dann darüber, belädt den Zug und bringt den Container wieder zurück, um ihn dann zum Beispiel mit Raketen wieder vollzustopfen und sowas. Das ist die Idee dahinter. Aber jetzt kümmern wir uns nochmal ganz kurz um das Ding hier. Das muss nämlich nochmal ein bisschen umgebaut werden. Heißt, wir wollen die ganze Technik umbauen, wir wollen es optisch ein bisschen schöner machen und wir wollen die ganzen Items, die ankommen. By the way, hier sind gerade Items komplett voll. Das heißt, wenn das nächste Mal der Zug kommt, dann würde er keine Items mehr aufnehmen. Aber wir wollen jetzt praktisch die ganzen Items, die hier sind, auch rüberbringen in unsere Fabrik hier. Theoretisch sogar in beide Fabriken. Die sollten dann halt 50-50 gesplittet werden. Also der ganze Kobbelgenerator hier kann weg. Und dafür kommt am Ende einfach nur praktisch ein Förderband hier hinten an, der dann... Oder beziehungsweise der Kobbel muss da trotzdem hoch, ne? Ja, wir können Kobbel einfach hier hochbringen. Theoretisch könnten wir sogar Gravel. Brauchen wir nicht für beide Sachen Gravel? Aber ich glaube, ich würde lieber zwei Zahnräder haben. Ja, aber wir haben dann praktisch das Ding hier und bringen einfach nur nach oben unseren Cobblestone, den wir da abholen, lassen ihn durchmalen und dann geht's mit dem praktisch ab. Heißt, wir nehmen jetzt erstmal ganz kurz unsere ganze Technik, die da drüben liegt. Aua. Fast tot. Wir nehmen die ganze Technik hier und bauen die in die Richtung, weil das hier nicht mehr in einem Chunk ist und wir die Chunks laden müssen. Das heißt, der Chunk muss geladen werden, der Chunk hier, ich kann die jetzt nicht richtig laden, aber... Ja, die beiden Chunks und der Chunk hier müssen geladen werden für uns auf jeden Fall, weil sonst die ganzen Contraptions kaputt gehen und Create mag das nicht. Heißt, wir bauen einfach ganz kurz die Technik um und dann sehen wir uns wieder. Oh, we did it! Unsere ganze Technik ist umgebaut, steht jetzt eben in dem vorderen Chunk, also in dem hier. Die einzige Sache, die da noch ist, sind unsere Kisten, aber die sind, glaube ich, okay. Es geht eher darum, dass die Contraption geladen ist und dass die keine komischen Dinge macht. Das heißt, er funktioniert wieder genauso wie davor, ist einfach nur, ne, er fährt raus, er macht sein Ding. Holt die Items ab und liefert sie dann schlussendlich. Er sollte jetzt eigentlich auch die ganze Zeit aktiv sein gerade, ne? Yes, das heißt, er holt keine neuen Kobbel mehr. Darum kümmern wir uns jetzt. Das heißt, wir wollen jetzt praktisch einen Belt haben, dass die Items von hier rüber in unsere Fabrik bringt. Und ich denke mal, dafür nehmen wir einfach pretty much genau den Teil, an dem wir gerade sind. Wir machen einfach eine Chute drunter, die ganzen Items auf den Förderband bringt. Und die hier unterirdisch irgendwie abliefert nach hier vorne und dann eben oben reinwirft. Frage, wie genau, die stellen wir uns, glaube ich, noch. Vielleicht gehen wir sogar von hier hinten irgendwie ran. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oder wir gehen von der Seite oder irgendwie von komplett unten. Da müssen wir mal gucken. Aber für jetzt, guck mal, jetzt kommt gerade der Zug. Jetzt triggert er wieder, während er hier dran geht. Yes, sehr nice. Macht er was? Ah, ne, er hat gar nichts gemacht, klar, weil er nicht verbunden ist. Okay, aber wir nehmen jetzt einfach den Block hier. Das Gute ist, wir können es natürlich auch hier nach unten. Und dann gehen wir ein bisschen unter den normalen Spiegel. Also unter den normalen, weiß nicht, was wir hier für Blöcke haben. So das hier. Ich würde sagen, wir gehen so auf Höhe 60, 55 oder so in den Dreh. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen unter der Erde und können da bis komplett rüber bauen. Und das machen wir dann bis hierhin Minimum, würde ich sagen, oder? Ah, theoretisch sogar bis hierhin. Welche Koordinate ist das? 76. Oder? 76? 34. Was? 76? Okay, 34. Gut, merken wir uns das und buddeln einen Tunnel bis rüber. Kleiner, mehr oder weniger Change of Plans. Wir haben wieder stundenweise hier drin verbracht und versucht, irgendwelche Sachen zu machen. Hat nicht so ganz funktioniert. Die Idee war, ein kleines Logistikzentrum zu bauen. Hinter praktisch unsere, also hier kommen unsere Items an. Und ich wollte dahinter ein kleines Logistikzentrum bauen. Und ich habe dafür ein paar coole Ideen gehabt. Ich habe sie allerdings noch nicht genauso umgesetzt bekommen, wie ich sie gerne umsetzen würde. Ich kann euch aber zeigen, was die Idee dahinter ist. Und zwar habe ich herausgefunden, auch über sehr viele Schwierigkeiten, dass ein Mechanical Arm seine Position relativ zu sich selbst speichert. Hab nicht ich rausgefunden, haben Leute mir gesagt und ich habe ihnen nicht geglaubt und dann habe ich es irgendwann gecheckt. Heißt, wir können einem Mechanical Arm Inputs geben. Er hat jetzt gerade die beiden Inputs und die beiden hier als Outputs und er behält die relativ zu sich. Das heißt, er weiß einfach nur, okay, rechts über mir und links über mir sind Items, die ich nehmen muss und ich muss sie links und rechts unter mich reinpacken. Das bedeutet, dass wir einen Mechanical Arm verschieben können und er damit immer noch dieselben Input und Outputs hat, wenn er Blöcke hat, mit denen er interagieren kann. Und dementsprechend können wir einen Mechanical Arm verschieben in der Welt und er kann mit Blöcken interagieren, ohne dass wir davor gesagt haben, dass er die interagieren muss.
mit denen interagieren soll. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Und dementsprechend können wir jetzt einen Arm machen, der irgendwo hinfährt und da für uns arbeitet. Und das wollte ich bauen. Hat noch nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht machen wir das in unserer Fabrik später nochmal. Vielleicht machen wir es auch in diesem Logistikzentrum. Die Idee ist jetzt praktisch folgende, dass der Arm hier immer idle sitzt. Das heißt, er wartet die ganze Zeit. Und er würde normalerweise hier drüben, wenn er hier ist, gerade... Hat er jetzt wieder Targets? Warum macht gerade nicht? Das ist ein bisschen weird. Normalerweise sollte er hier Sachen machen. Jedenfalls ist der Arm dann hier. Und sobald er hier drüben praktisch ein Ding bekommt, fährt er nach vorne, arbeitet dann da. Ich glaube, er hat gerade wieder keine Targets. Kann das sein? Aber eigentlich würde es dann dran stehen. Das ist ziemlich weird. Er würde jedenfalls nach vorne fahren, mit den Items interagieren, die irgendwo reinlegen und dann wieder zurück an seine Home-Position fahren. Wir geben ihm jetzt mal ganz kurz nochmal die Inputs, damit ihr das sehen könnt. Das heißt, wir machen das hier hin. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz Data, Get, Block, das hier machen, dann seht ihr, dass er praktisch seine Koordinaten zu den Inputs, wie gesagt, relativ hart. Er weiß x, y, minus 1, minus 2, minus und 1. Das heißt, das ist, keine Ahnung, minus 1, minus 2 und 1 nach vorne. Und dann ist praktisch das Ding hier. Und dann merkt er sich das und weiß natürlich auch, wenn er vorfährt, wenn das genau gleich aufgebaut ist, symmetrisch zu dem anderen davor, dann ist er auch wieder minus 1 Block nach rechts, minus 2 Blöcke nach unten und 1 Block positiv nach vorne ist dann wieder dieses Depot. Heißt, wenn wir jetzt hier vorgehen, dann fährt der Arm nach vorne, checkt das und legt da ein Item rein, obwohl wir die hier drüben gemacht haben. Und das können wir praktisch benutzen, um unser Logistikzentrum zu verarbeiten. Ist super useless. Wir können einfach Bells benutzen, wir können Funnels benutzen, wir können diesen neuen Weighted Ejector benutzen. Aber ich finde es cool, dass man den Arm bewegen kann, okay? Problem an dem ganzen Ding ist gerade, dass es noch einen mini Fehler hat. Das heißt, wenn wir jetzt ein Item, wenn gerade ein Item ankommt, während der Arm auf dem Rückweg ist, dann geht das ganze System kaputt. Sollte jetzt gleich in 2 Sekunden oder sowas passieren. Das heißt, wir sind hier und jetzt passiert das, dann kommt er damit nicht so richtig klar. Und jetzt ist er irgendwo anders stuck, dann verliert er seine Targets und dann ist alles doomed. Deswegen verschieben wir das Spiel noch ein bisschen. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann bauen wollen. Ich hätte es super gerne bei uns in der Fabrik, weil wir damit wirklich Roboterarbeiter praktisch machen können. Wir könnten also einen Mechanical Arm einfach irgendwie an einem Gantry oder irgendwo auf einem Minecart durch unsere Fabrik fahren lassen und ihm wirklich einfach sagen, er soll hier aus diesem Depot was rausnehmen. Er fährt dann durch die ganze Fabrik und legt das in ein anderes Depot wieder rein. Es ist so geil. Und das wollen wir dann später machen. Aber für jetzt machen wir legit einfach nur ein ganz normales, stinknormales, super langweiliges Belt. So ist das nun mal manchmal. wir machen den anderen hiervon, glaube ich, weg. Ich würde den praktisch gerne diagonal hier hinbauen. So in etwa. Auch wenn er jetzt direkt alles rauswirft. Bitte unterlassen Sie das. Das wäre sehr lieb. Ja, und wir machen jetzt eine diagonale Shoot nach hier unten im besten Fall. Und schließen da einfach super langweilig unser Belt an. Wir haben jetzt so viel Zeit in dieses Thema investiert, um zu schauen, ob ich das irgendwie hinbekommen würde. Hat, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen unser Belt schräg nach unten bauen, anstatt schräg nach oben. Aber ich hoffe, das klappt. Okay, das ist der Plan. Final Shoot, connected. Jetzt rutschen unsere ganzen Items einfach nur nach hier unten. Oh, Shoot wieder disconnected. Aber unsere ganzen Items kommen jetzt gerade, zack, hier unten die ganze Zeit an. In der Theorie zumindest. Warum sind sie nicht da? Jetzt sind sie wieder da. Sehr gut. Die kommen hier unten raus und da schließen wir unser Belt an. Das heißt... Mit dem gehen wir dann einfach nach hier drüben. Ich glaube, was war die Koordinate? 76 oder sowas um den Dreh? Habe ich hier? Habe ich. Nice. Das heißt, wir können... Alter, wie viel der jetzt hier rauswirft, ne? Wir gehen jetzt einfach hier dran, wie gesagt, nehmen Belt, legen das bis komplett nach drüben und schließen damit unsere neue Fabrik an. Sie ist nicht neu, aber sie ist dann vollautomatisch. Das wird ziemlich cool. Okay, folgender Plan. Belts gehen jetzt ein bisschen um die Ecke. Wir gehen nicht genau in die Mitte davon, sondern wir gehen jetzt mit Shoots komplett nach oben. Da drücken wir unsere Items dann wieder hoch über einen Fan einfach. Genau wie wir das auch im Kelp-Ding und sowas gelöst haben. Und dann kommen wir Magic genau hier drüben raus. Der kommt mal ganz kurz weg. Und dann gehen wir jetzt praktisch genau über unsere Teile. Das heißt auf noch ein bisschen höher, ne? Kommt da ganz kurz so. Wir gehen bis, genau, bis hierhin. Und da oben würde ich jetzt super gerne auch nochmal ein Belt mitlegen oder sowas in der Art. Ich weiß noch nicht genau, wie. Vielleicht nehmen wir ein Belt, vielleicht nehmen wir aber auch einen Arm oder irgendwas in der Richtung. Ein Belt hierüber würde auch funktionieren, ne? Also wir hätten den Platz, dass wir hier ein Belt legen können. Einfach nur so. Geht das? So, perfekt, genau. Und dann kommt daran praktisch schon ein Funnel, natürlich. An das andere Ding kommt dann ein Funnel. Das heißt, genau, hier kommt eine Kiste drauf mit Funnel und da kommt eine Kiste drauf mit Funnel. Und dann macht der, dann dumpt er das einfach von A nach B. Ich hoffe, das ist okay. Oder, na, ich glaube, das wäre zu viel, ne? Ich würde gerade sagen, alternativ könnten wir natürlich jetzt auch einen diagonalen Funnel dann machen, der daran connected ist. Könnte aber auch ganz cool sein. Ich weiß nur nicht, ob wir dann so ein bisschen in das Dach wieder reingehen. Eigentlich hätte ich das jetzt gebaut, um zu sagen...
Hey, wir sind jetzt nicht mit dem Dach connected. Warte. Wo müssen wir denn dafür hin? Dann müsste das Wasser erstmal weg. Das ist ein bisschen kritisch gerade. Vielleicht machen wir das ganz kurz mal. Und dann hier. Ja, wie gibt denn der das über? Okay, können wir uns den ansparen? Nee, wir müssen ja noch einen höher, ne? Okay, ich glaube, dann nehmen wir lieber die Belt-Methode. Das ist wahrscheinlich dann ein bisschen cooler. Kann ich mir vorstellen. Als das Ding hier gerade. Schade. Wäre sehr cool gewesen. Die Sachen sind wieder angeschlossen. Wir haben jetzt kurz ein bisschen überlegt, ob ich die Shoots doch so diagonal baue, aber haben wir nicht gemacht. Dementsprechend haben wir jetzt das Ding hier. Wir haben einen kleinen Belt. Der läuft sogar in die richtige Richtung, wenn das ganze Teil hier an ist. Das heißt, hier kann jetzt eine Crate drauf, hier kann eine Crate drauf, da und da kann ein Funnel ran und dann macht er einfach hier die Sachen von A nach B. Hier ist nicht die schönste Lösung, aber ich sage mal, sie funktioniert. Alternativ könnten wir auch vielleicht von hier hinten rankommen. Der ist dann nochmal vielleicht symmetrietechnisch ein bisschen cooler. Aber ich finde es so, glaube ich, ganz schön. Dann haben wir hier vielleicht noch Platz für Deko. Und er lebt jetzt hier einfach die ganze Zeit den Kobbel rein. Heißt, wir können jetzt wieder nach unten gehen, die ganzen Belts anschließen. Plus einen Fan mit dazu, der natürlich die ganzen Items hochdrücken wird. Das Ding ist, da wird so viel Zwischenplatz, glaube ich, sein. Für diese Items bis hier nach unten. Das wird schon sehr, sehr crazy. Und wo haben wir hier? Wir haben hier Energie. Dann können wir uns die abzapfen. Ich glaube, wir bleiben sogar bei dem Speed. Oh, unless. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht sogar mehr Energie brauchen, wenn wir je höher wir die Items pusten wollen. Das müssen wir vorher unbedingt nochmal nachgucken. Das wäre natürlich ein bisschen doof. So, und hier machen wir, glaube ich, einfach eine Gearbox mit einem... mit einem Belt, der das Ganze dann verbindet. Also hier rüber machen wir einfach einen Belt, der das connected. Oder ein Case Chain Drives. Ich habe nicht immer ein Case Chain Drives benutzt in letzter Zeit. Ne, vielleicht sogar besser. Ja, ich glaube, wir nehmen Chain Drives. Und dann drehen die sich halt alle hier rüber. Und wir schließen die anderen zusammen. Und dann soll das passen. Also um einen Fan hoffen, dass ein Fan dafür reicht und wir nicht irgendwie, weiß nicht, super viel Hochspeed brauchen, wenn wir so hochfliegen wollen. Apropos hochfliegen, wir haben keine Raketen mehr. Das ist jetzt ein bisschen unlucky. Aber dann schauen wir. Wir holen die Sachen und bauen das Ding für dich auf. Oh, look at this. I come so geliefert. Aber nur bis in die Richtung hier. Speed Controller dazwischen. Können wir den Speed davon einstellen. Sehr cool. Wir werden wahrscheinlich da hinten noch mehr brauchen. Jetzt können wir natürlich auch die ganzen Teile hier verbinden. Wir gehen weiter, Freunde. Wir gehen weiter. Glaubst du, ich schaffe das schneller als das? Oh, so close, Mann. Das ist schon fast ein Speedrun gewesen jetzt, ne? So, zack, there we go. Der bekommt eine Gearbox. Bam. Und hier unten muss natürlich ein Fan runter, ne? Das heißt, droppt er das gerade? Was ist denn das für ein Ping-Pong-Spiel hier? Er jongliert gegen die Wand. Ich kann, by the way, jonglieren. Richtig cool. So, warte. Hier kommt eine Gearbox mit rein. Die wird so rumgedreht. Und dann machen wir genau was an der Stelle? Das ist natürlich eine sehr gute Frage jetzt. Noch eine Gearbox existiert leider nicht in meinem Inventar, aber vielleicht würde das funktionieren. Okay, dann sollten wir uns nochmal eine holen, ne? Oh. Als ob jetzt genau die eine fehlt. Das ist ja impossible. So, Moment der Wahrheit, Freunde. Shoot ist dran. Jetzt ist die Frage, wie weit wird dieses Ding unsere Items... Oh. Aerial Abduction? The hell? Ist das gut? Wait. Alien Abduction. Sekunde. Sind die Items jetzt hier drüben angekommen? Was ja, dann müssen die ja jetzt gecrushed werden. Yes! Sie kommen an! Let's go! Oh, wie nice! Da werden sie gesammelt gerade. Yeah! Also brauchen wir auch gar nicht mehr Energie oder mehr Speed oder sowas. Sie kommen jetzt einfach so an. Holy! Dann ist jetzt damit, glaube ich, offiziell, so wie es gerade angebaut ist, der Zug, also der Zug komplett an unsere Farm angeschlossen. Heißt im Umkehrschluss, wenn es das nächste Mal der Zug kommen sollte, dann ziehen wir uns Cobblestone aus dem Zug. Wir könnten auch direkt Gravel nehmen. Habe ich mit Absicht nicht gemacht, weil ich praktisch lieber die beiden Crushing Wheels haben will für die Optik hier drin. Also damit wir hier ein bisschen mehr Höhe und Tiefe und sowas haben. Finde ich sehr nice. Aber das heißt, das nächste Mal, wenn der Zug kommt, dann fährt er nach vorne, lädt Cobblestone ab oder zieht Cobblestone raus und würde den dann natürlich dementsprechend hier drüben verarbeiten, ne? Er hat jetzt hier noch ein bisschen was drin gerade. 2 Stacks hat er noch auf Lager. Die sollten relativ schnell fertig sein. Lava, wie gesagt, ist gerade kaputt. Das müssen wir noch reparieren. Da kümmere ich mich bald drum, hoffentlich. Aber dann warten wir jetzt mal ganz kurz. Da kommt er! Er fährt raus! Oh, schaut euch das an! Achtung! Zack! Er wartet, er wartet, er wartet. Er fängt an, rauszudrehen. Jetzt connectet er. Holt Kobbel. Er hat keinen Kobbel geholt.
kam da kein Kobbel an? Oh, das könnte natürlich sein, dass da gerade gar kein Kobbel mehr da war. Also, dass keiner beladen wurde oder so. Aber in der Theorie sollten wir jetzt sehen eigentlich, dass hier dann gleich wieder mehr Kobbel ankommt. Oh, why? Das heißt, dann war kein Cobblestone im Zug. Aber eigentlich sollte immer Cobblestone im Zug sein. Oh nein, ich glaube, weil gerade die Base von Jensen so nicht geladen ist, wird auch gar kein Kobbel produziert. Und dementsprechend wird auch kein neuer Kobbel mehr reingelegt. Wahrscheinlich, weil das Lager leer ist, oder? Warte, wir fliegen da mal ganz kurz hin und schauen das mal nach. Ob unsere Theorie auf fruchtbarem Boden entstanden ist oder auch nicht. Das sieht so geil aus, by the way, hier unten. Ich habe schon mal gesagt, ihr müsst unbedingt mal bei Jens vorbeischauen. Was der hier alles gebaut hat, der Schlingel. Warte, wir können... Normalerweise konnte man hier irgendwo rein in eine Türe. Wir können es hier sehen. Ja, leer. Kobbel leer. Damn, schade. Aber es ist sehr cool. Es ist okay. Es funktioniert. Es ist nicht das richtig coole Logistiksystem, von dem ich euch gerade erzählt habe. Aber ich glaube, es ist immer noch in Ordnung. Wir können... Ich habe so eine geile Idee und so viele Ideen jetzt für diesen... Für einen Mitarbeiter, den wir uns bauen können, der irgendwo hingeht. Dementsprechend werden wir uns da dran setzen. Ich glaube, ich mache hier hinten auch noch so ein kleines Logistikzentrum, wenigstens fürs Abladen, damit wir auch verschiedene Items holen können und die irgendwie zwischenspeichern und aufteilen. Aber für jetzt ist das okay. Das heißt, wir lassen unsere Fabrik jetzt nicht mehr überlaufen. Das kann gar nicht mehr passieren, sondern es wird jetzt einfach was produziert, wenn der Zug Cobblestone bringt. Und dann produzieren wir damit automatisch Granit. Banger! Okay, bis dann. Peace.